Kommen wir zum Monitoring. Du hast hier jetzt dein Atmos-Setup mit den Neumännchen. Das sind jetzt für Atmos brauchst du insgesamt wie viele Lautsprecher? Neun? 12. Zwölf, Also in okay. der unteren Schiene habe ich ja 7. Ja. Ja, ich habe ja links, rechts, Center. Klar. Dann habe ich Seite links, rechts und hinten links, rechts. Das sind schon mal 7. Okay. Dann habe ich oben habe ich vorne links, vorne rechts und hinten links, hinten rechts. Und dann habe ich 2 Subs. Okay. Dadurch kommst du auf 7.2.4 sind verrechnet. 13, ne? Ja, ich Ja. zähle den Sub als einen, ne? Ja, Aber gut. also 12 Lautsprecher im Prinzip. Ja, okay. Ja. Und dann hast du kleine PMCs und große Genau. PMCs. Genau. Worin unterscheiden die sich, abgesehen davon, dass jetzt der Kleine vielleicht nicht ganz so tief runterkommt? Ja, also die Kleinen kommen nicht ganz so tief runter. Die Kleinen sind sensationelle Lautsprecher, Okay. wo wir uns vor Jahren hier im Team, also es gibt ja jetzt 2 festangestellte Toningenieure, im Team für entschieden haben, als wir sie zum Ausprobieren hatten, auf der Suche von Pro-X. Wir hatten damals Pro-X in allen Studios und da hatten wir auch 4 Plätze, also zwar nur 2 Regieräume, aber noch 2 Schnittplätze. Daher hatte ich die vielen Pro-X übrigens. Na Ja, ich klar. hatte also 6 Pro-X allein schon aus der Zeit. Aber irgendwann haben wir gesucht nach anderen Lautsprechern, weil die Pro-X einfach im unteren Bereich sind, die kannst du nicht wirklich beurteilen, was da passiert. Und dann haben wir die zum Ausprobieren bekommen und haben uns dafür entschieden und haben jetzt an jedem Platz diese PMC AML2. Also die kleinen. Ja. Und die sind nach wie vor sensationell gut. Und Okay. darum haben wir die auch behalten. Ich habe sogar ein Pärchen noch in Reserve damals gekauft, weil die werden schon lange nicht mehr hergestellt. Und deshalb habe ich dann noch ein gebrauchtes irgendwo erstanden, falls man eins abbraucht hier. Die sind sensationell gut. Die hatten nur Kinderkrankheiten, nämlich waren sehr einstreuungsempfindlich gegen Decktelefone. Also wirklich extrem einstreuungsempfindlich. Und dann wurden die nochmal zurückgeschickt und dann haben die dann nochmal Folien zwischen bestimmte Bauteile eingebaut. Also so ein bisschen modifiziert. Und die sind für uns wichtig und darum stehen die hier auch noch, weil die hier in jedem der Okay, Regieräume also einfach für stehen. die Für Kompatibilität. die Kompatibilität und die Ingenieure sind alle da total glücklich mit. Auch fremde Ingenieure sagen, das sind super, super, super Lautsprecher, die es leider nicht mehr gibt. Also die alles, was die danach gebaut haben in der Größe, kommt meiner Meinung nach nicht daran. Deshalb sollten die auch hier stehen, damit die Räume kompatibel sind. Okay. Und die großen PMCs, die hatte ich damals in diesem Musikmischraum in der Radeberger Straße noch. Die sind, wenn man laut und Spaß und Full Range hören will und für Musiker, da musst du ja schon, gerade in so einem großen Raum sowieso, musst du ja auch mal große Lautsprecher haben. Und da bin ich auch ein großer Freund von. Die habe ich eigentlich kennengelernt die hatte ich nicht zum Testen, sondern die habe ich immer gehört im Metropolis Mastering. Wir haben einige Alben im Metropolis mastern lassen Okay. und da bin ich immer mit natürlich hingefahren zum Hören und da standen die und da habe ich gedacht, so was habe ich im Mastering-Raum noch nie gehört und dadurch sind mir die in Erinnerung geblieben als Ja. hervorragend. Aber ich bin jetzt logischerweise rede ich begeistert über die Sachen und jeder hat natürlich andere Sachen, also Ja, die er also. bevorzugt, wo er sich mit auskennt und die er liebt. Ne? Also ich habe zum Beispiel ATCs, war ja auch immer so ein Thema. In den großen Studios, wo ich für Marius war, standen meistens ATCs in Hamburg oder in Berlin. Die ersten ATCs, die ich in meinem Leben gut fand, die großen, waren in dem Red Bull Studio in Berlin. Okay. Und warum, hatte ich nachher herausgestellt, wusste ich vorher nicht. Also ich hatte sie gehört und habe gesagt, oh, musste dein Urteil re revidieren, weil den Raum und die ATCs hatte Peter Dietz eingemessen. Da schließen sich dann Kreise. Okay, ja, wenn man es kann, kann man es. Ja, Das ist so. das war, die waren wirklich sensationell gut. Also das, ne? Ja. Deshalb, man kann nicht sagen, der Lautsprecher ist schlecht oder schlechter und das ist natürlich alles auf einem Level und man muss ja, sucht ja seinen Weg, wo man sich wohlfühlt und das wechselt man ja auch nicht alle 2 Jahre, also ich zumindest nicht. Ja, klar. Ne? Ja, und neben den Lautsprechern hörst du auch noch mit Kopfhörern. Genau. Vor Jahren hast du mich auf deinen den Linear aufmerksam gemacht. Der steht noch hier unten. Und für mich war Kopfhörer immer ein wichtiges Thema, speziell auch nicht nur für hier, sondern auch für die andere Seite hinter der Scheibe. Da ich finde das ziemlich wichtig, dass die Leute gut hören und sich da wohlfühlen. Das ist ja für die Performance ein entscheidendes Kriterium.
Und habe dann damals auch schon für die Seite hinter der Scheibe von dir, die kleineren, die Black Cube heißen die, glaube ich. Nee, Studio Cube. Studio Cube angeschafft. Und ja, jetzt hast du mich ja ziemlich überrascht mit der Neuschöpfung von dem vom Linear 2, heißt der ja jetzt. Ne? Linear 2 Pro, ja. Also wenn du die stehen tatsächlich auch hier aus dem Grund übereinander, weil ich den ja jetzt erst vor kurzem von dir bekommen habe und damit wir die im Vergleich hören konnten. Das haben wir also alle hier gemacht. Wir haben also dasselbe Signal in den geschickt und dann den Kopfhörer umgestöpselt, weil wir hatten zuerst davon gehört durch den Bericht vom Fritz Fey im Studiomagazin, ja, genau. Der ja eigentlich sonst sehr, sehr nüchtern damit umgehen würde, wenn so ein schon gutes Gerät jetzt ein Update erhält. Ne? Wo soll es dann noch hingehen, ist ja die Frage. Ja. Und da war ja interessant, dass die Messung ja gar nicht so extrem anders ausgefallen war. Ja, wobei, also ich sag mal, so 10 dB Single-to-Noise-Verbesserung circa, ja. Das ist schon... Aber ich meine jetzt im Sound jetzt. Nee, klar, no? das ist völlig richtig, das stimmt. Signal, das ist ja ein anderes Thema eigentlich, aber dass das Klangerlebnis ein anderes ist. Und da ist der Fritz ja in dem Artikel hier ausgeflippt, dass da nur eine Dimension war, die nicht in den Messwerten sich unbedingt widerspiegelt. Und da war ich natürlich neugierig. Und das haben wir dann hier angeschlossen. Das Ergebnis war das gleiche. Das alle gesagt haben, ja, der Fritz hat recht, da passiert noch was. Wir wissen nicht, was das ist oder wie du es gemacht hast, aber es ist schon sensationell. Sensationell besser, tatsächlich. Dass da oben noch eine Schippe draufkommt, finde ich schon sehr gut. Also die Abbildung ist fantastisch. Und ganz ehrlich, wir haben es selber nicht erwartet. Selber nicht, ne? Nein, ja. Wir haben es selber nicht erwartet. Wir haben halt... Die Kupferdicke versechsfacht und dann halt die besseren Bauteile drauf. Und dass das sich so niederschlagen würde, hätten wir nicht vermutet. Ja, und ja, ich meine, solche Sachen bringen einen dann schon mal dazu zu überlegen, was hat alles Einfluss auf den Klang? Ja, also wie ist das? Hast du deine Anlagen, deine analogen Geräte ausgefasst? Nee. Nee? Ja, ich weiß, was alles Einfluss. Ja, klar. Na, also da hat der Igel Schönwitz, kennst du vielleicht auch? Den Namen. Der hat ein Studio und der hat mir unter dieses Ausfas-Video drunter geschrieben, als die noch ein analoges Studio hatten, hat das Ausfasen der Einzelkomponenten im Gesamt-Signal-to-Noise 6 dB ausgemacht. Was natürlich enorm ist. Sensationell, ja. Ja. Ja, und oder auch hier die Isolation, mechanische Isolation von Dingen. Auch das ist ja zum Teil irre, was da passiert. Ja, ich meine, ich finde es interessant, dass immer noch Headroom sozusagen ist. Und ja. Sogar Headroom in Dingen, wo selbst du nicht weißt, warum. Sondern du nimmst andere Materialien, wie du gerade gesagt hast. Ne? Das ist ja, ich weiß nicht, ob dann, da steckt ja wahrscheinlich keine Überlegung hinter, sechsmal so dickes Kupfer zu nehmen. Also schon eine, aber wie kommst du auf sechsmal? Du hättest ja auch dreimal nehmen können, das wäre ja auch schon viel gewesen. Ja, also das war einfach, wir gucken mal, was geht. Okay. Ja, und dann hatte ich jetzt in dem Fall eine Zusammenarbeit mit einem Ingenieur von Rode und Schwarz. Und der sagt, ach komm, lass, bei den Strömen, die da laufen, sind die 35 μ schon ausreichend. Und naja, ich meine, dann haben wir es dann irgendwann ausprobiert, eigentlich nach Jahren. Die Platinen lagen Jahre bei uns rum, ohne dass wir sie benutzt haben. Und dann hat sich herausgestellt, boah, Hammer. Misst sich ja sogar anders, hätten wir nie vermutet. Ja, und, aber ich denke, so Sachen hast du hier auch bei dir, dass bestimmte Dinge einen Einfluss haben, die, wo du vorher nicht das vermutet hättest. Gibt es da bei dir auch Beispiele? Nee, ich bin ja längst nicht so technikaffin wie du, also vom Know-how her. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich benutze Geräte. Und? Ja, aber dass du was nicht irgendwie ein Mikrofon anders hinstellst oder so. Ich meine, das ist ja ohnehin so ein Ding. Ne? Es gibt Leute, die sind dann, was ich, Mikrofon-Nerds und sagen, oh, man muss das und das Mikrofon nehmen. Nee. Und ich finde ja, entscheidend ist im Zweifelsfall die Mikrofonposition. Ja. Damit kann man ja viel mehr machen. Also ich bin immer noch ein Spielkind, was das angeht. Also ich würde nie alles immer gleich mikrofonieren zum Beispiel. Ähnliche Situationen. Sondern ich probiere immer gerne Sachen aus. Und manchmal weiß ich selber nicht, oder ist mir auch egal, ist das jetzt subjektiv, dass ich dann eine Begeisterung entwickle, wenn ich dann etwas anders mache als beim letzten Mal und denke, wow,
Oder ist das wirklich besser? Weil so viel Zeit hast du im Alltag nicht, nee, zu vergleichen mit der Aufnahme von damals. Zum Beispiel, ja. Ja, du kannst nur deine Begeisterung im Moment nehmen als Maßstab. Genau. Ne? Und das ist, deshalb meine ich, ich bin ja immer noch ein Spielkind, das ist ja eigentlich so, wie ich hauptsächlich agiere. Ja. Sowieso. Ja. Ja, ich bin, das ist für mich hier Spielkind und dann probiere ich das, dann habe ich das und dann bin ich begeistert. Aus dieser Begeisterung, ja, das finde ich das Wichtigste eigentlich an dem Job und auch beim Musik machen und auch beim Musik produzieren. Absolut, ja. Dass man in dem Moment subjektiv zwar nur, aber das will ich nicht abwerten, in dem Moment ist man völlig begeistert davon, dass das richtig ist, was, ja, man gerade tut, weil man das super findet. Und das ist objektiv vielleicht anders zumindest. Aber wer sagt einem eigentlich, ob das objektiv besser ist? Aber das ist deshalb besser, weil man aus dieser Begeisterung Entscheidungen fällt und Musik entsteht, die sonst so nicht entstanden wäre. Ja, genau. Also ich kenne ein Beispiel von einem sehr guten Schlagzeuger, der hatte mal eine Phase in den 80er Jahren, wo der gesagt hat, ich spiele keine Becken, ich finde Becken scheiße. Okay, ja? Was hat der gemacht? Der hat keine Becken gespielt. Der hat dann viele Toms gespielt zum Beispiel, ja. Und das will ich nur als Beispiel sagen. Das ist natürlich objektiv gesagt, ihr könnt jetzt ein Schlagzeuglehrer oder ein, ja, Akademiker, okay, sagen, das ist doch Schwachsinn, weil mit Becken kannst du ja die und die Dynamik erzielen und den Chorus annehmen. Und das ist egal in dem Moment. Der hat einen Stil in der Zeit gehabt, ja, die war für ihn passend und auch für die Bandprojekte passend. Und oder wenn man beim Musikproduzieren dann die Idee hat, in dem Moment, der Sänger muss jetzt durch einen Leslie singen, dann ist das in dem Moment, weil alle das geil finden, erstmal gut. Ja, und dadurch kriegst du auch nur unique Ergebnisse, wie man so schön in Deutsch sagen würde. Ja, absolut. Das heißt, ich habe nie Interesse daran gehabt, zu klingen wie oder bestimmte Standardparameter an Mischungen, was Frequenzgang und Tief und sonst ausmacht, Parameter zu erfüllen, sondern es sind eigentlich die Sachen, die anders sind und nicht schulmäßig. Das sind eigentlich die Dinge, die interessant eigentlich bleiben. Also ich habe zum Beispiel... Jetzt im Produktionsbereich. Ja, im Musikproduktionsbereich. Es gibt eine Menge Alben, die ich sehr gut finde, die vielleicht, wenn du jemand an der, weiß ich, SAE was mischen lassen würdest, wo die Prüfer sagen würden, nee, das ist nicht so richtig gut. Mhm. Und ich finde die Alben trotzdem super. Ich muss vorab sagen, dass ich ein großer Stones-Fan bin von meiner Jugend an. Also das war für mich eine sehr prägende Band. Mhm. Und Alben, die mir da total wichtig sind bis heute, wenn ich die in dem Setup hier höre, dann erfüllen die natürlich nicht die Parameter, die man heute an der SAE lernen würde. Das fängt schon mal beim Low-End an, da ist das hauptsächlich eigentlich. Ne? Und auch manche Stones, die heute in Atmos veröffentlicht werden, alte Stones-Alben, das wird nicht besser. Das ist nicht durch das Atmos besser, finde ich. Aber das Album, Sticky Fingers, ist ein sensationelles Album für mich. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Okay. Also die Parameter sind nicht, die uns glücklich machen, sondern die Emotionen, die irgendwo rauskommen, die macht uns glücklich. Das ist richtig. Die sind ja gar nicht rational so schnell erfassbar oder zumindest vielleicht nicht für mich. Vielleicht bin ich da auch nicht schlau genug für. Aber es gibt zum Beispiel, habe ich mal für Sound and Recording so einen Podcast mitgemacht. Mhm. Und da muss ein Titel angeben am Schluss, der auf eine Playlist von denen soll. So dann ein Titel, der dich besonders beeindruckt. Okay. Da habe ich einen Titel von Childish Gambino angegeben. In dem Moment, wo die mir sagten, ich solle einen Titel nennen, da habe ich einen Titel angegeben. Da muss ich also überlegen, warum habe ich den jetzt angegeben, diesen Titel. Und dieser Titel erzeugt etwas, was aber nicht, zumindest für mich, nicht sofort analytisch wahrgenommen wird. Ich überlege da nicht, was macht er da oder wie macht er das, weil der eigentlich typisch für meinen Beruf wäre, sondern ich denke, wow, was passiert denn da? Ja, genau. Und dann kommt im Nachgang vielleicht zu überlegen, was haben die denn da? Aha, da haben die das drauf und das. Und da kommt jetzt noch ein Cello rein. Wieso kommt, ne? So. Ja, klar. Also da ist so ein Gesamtkunstwerk an, also eine Komposition eigentlich, hat dieser Childish Gambino mit dem Titel gemacht, wo einem die Haare hochgehen, wo man denkt, Wahnsinn, was da rüberkommt. Mhm. Und das passiert ja nicht mit Titeln, die standardmäßig so gemischt sind, wie man halt mischen lernt. Ja, klar. Ne?
wie eine Bassdrum klingen muss oder wie eine Snare klingen muss und so. Das ist ja alles langweilig. Mhm. Ja, wie ist die Perspektive hier für dein Studio? Wann musst du wieder raus, und weil du wächst? Nee. Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr 18, wie du weißt. Und nee. Ich muss hier raus, wenn ich hier raus muss, also wenn ich zu alt bin. Aber ich habe jetzt nicht vor, hier rauszugehen. Nee. Also die Mietsituation ist hier und total entspannt, also auf Jahre. Und nee, das wird schon eher so laufen, dass ich dann irgendwann übergeben muss. Okay. Ja, klar. Ja, ich bin super gespannt. Spielst du eigentlich noch selber Gitarre? Nein, fast gar nicht. Ich nehme die heimlich manchmal, wenn alle weg sind, für ein paar Töne. Okay. Aber das kann man nicht Gitarre spielen mehr nennen, nee. Ja gut, ich meine jetzt mit dem Anspruch, den du da bei deinem künstlerischen Examen hattest, vielleicht nicht, aber... Nee, die Motorik ist natürlich dann noch weg. Ne? Ja, die habe ich noch so ein bisschen gehalten, als unsere Kinder klein waren, so ein bisschen, weil du dann noch mal ein bisschen mehr zu Hause auch mal spielst. Aber das ist dann immer weniger geworden. Und das vermisse ich auch nicht. Also das ist so gewesen, dass ich... fürs Musikstudium erst musste ich auch eine Aufnahmeprüfung machen. Da habe ich extrem viel geübt. Mhm. Also da habe ich, sag mal, das ist auch so gerade gut gegangen, die Prüfung zu schaffen überhaupt. Also nicht die Prüfung zu schaffen, aber da hatte ich vorher einen Lehrer, der mich darauf vorbereiten sollte, auf die Aufnahmeprüfung. Der hat, glaube ich, die Realität nicht so ganz erkannt. Okay. Das kann ich, aber konnte ich natürlich auch nicht. Und da habe ich, glaube, 4 Monate vor der Aufnahmeprüfung habe ich einen anderen Lehrer kennengelernt. Mhm. Dem er sozusagen die Leviten gelesen hat, was gerade Tonbildung angeht und Anschlag. Mhm. Und dann bin ich zu dem noch schnell geswitcht und er sagte, du hast nur eine Chance, wenn du jeden Tag 8 Stunden übst. Weil vieles ist da, aber da waren ganz grundlegende Dinge im Anschlag nicht da. Okay. Ich musste die komplette Anschlagstechnik umlernen. 4 Wochen vor der Prüfung. 4 Wochen vor der Prüfung? 4 Monate, Entschuldigung. Okay. 3 oder 4 Monate vor der Prüfung. Da habe ich richtig reingeklotzt, weil ich das wollte. Mhm. Dann habe ich im Studium natürlich unglaublich viel geübt, weil ich das wollte. Mhm. So, aber dieses Gefühl, man kann es auch Trieb nennen, das ist bei mir, hat aufgehört, als ich mich mit, da wollte ich was anderes. Ich bin ja hier reingerutscht im Grunde in so ein Studio-Betrieb, weil ich eine Band hatte, die Demos gemacht hat und das damals nicht so klang, wie ich jetzt gedacht hätte, wie das klingen sollte, obwohl ich das vielleicht auch hätte gar nicht beschreiben können. Aber man hatte damals als Musiker nicht wie heute Ahnung von Studio. Heute hat ja jeder Musiker, oder jede Band hat mindestens einen, der eine Workstation hat und der im Proberaum aufmachen kann, der weiß, wann EQ ist, wann Plugin ist, wie man komprimiert und so. Das ist ja, gehört ja praktisch mit zum Handwerkszeug. Das waren früher 2 getrennte Welten. Du spieltest Gitarre oder Schlagzeug oder Bass oder Keyboard. Oder du hattest von Technik Ahnung. Genau. Und da gab es einen Toningenieur in dem Studio, das mietest du dann und der entschied, wie er das einstellt. Du konntest nicht so viel mitreden, weil du die Vokabeln eigentlich gar nicht hattest. Ja. Und das hat mich gestört, dass ich das nicht konnte. Ja. Und darüber kam das Interesse dafür. Und da habe ich gesehen, was man da eigentlich auch an musikalischen Ideen umsetzen kann, ohne dass man die Finger im Training halten muss. Und das hat mich dann mehr gereizt, als selber zu spielen. Ja, tolles Ergebnis. Danke. Absolut. Ich danke dir. Sehr gerne. Hat mich gefreut, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ja, ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal bleiben, weil ich meine, ich bin mit meiner Firma keine 5 Kilometer hier weg. Ja, ne? Es ist unglaublich. Ja. Absolut. Gut.